Herr Dr. Eisenbeiß, Sie befassen sich nebenberuflich seit vielen Jahrzehnten mit dem christlichen Spiritualismus. Sie haben sich dabei auch intensiv mit der Theodizee-Frage befasst, das heißt, wie ist das Leid und Elend in dieser Welt mit der Liebe und Güte Gottes vereinbar? Der Name dieses ganzen Phänomens, über das wir hier sprechen, das ist die Theodizee. Wie Sie erwähnt haben, es ist unerklärlich für die Menschheit, wie die Liebe Gottes einerseits und dieses Leid unverschuldet andererseits unter einen Hut gebracht werden kann. Aber das sind Jahrhunderte schon ins Land gegangen mit dieser Frage. 1755 anlässlich des Erdbebens in Lissabon haben ja zwei Geistesgrößen, nämlich Leibniz und Voltaire, in einem sehr interessanten Briefwechsel diese Frage zu lösen versucht. Und sie sind nicht fündig geworden. Und die heutige christliche Lehre und die Theologie kann die Antwort auch nicht geben. Ich erinnere mich an ein Interview mit Professor Jüngel, dem Theologen in Deutschland. Er hat am Schweizer Fernsehen erklärt, die Frage ist unbeantwortbar. Und ich glaube, wir sind hier, um aufzuzeigen, dass sie beantwortbar ist, aber die Voraussetzungen dazu, die sind in der Christenheit insofern nicht gegeben, als sie das ganze Schicksal des Menschen nicht von Anbeginn an kennen, bis in die fernste Zukunft, sondern es wird gesagt, wir existieren, seitdem wir von unseren physischen Eltern gezeugt worden sind. Und wenn Sie einen solchen Sachverhalt eben nur ausschnittweise sehen, dann können Sie das ganze Problem nicht erfassen. Das heißt, Sie können die Antwort nicht finden. Wenn unser Leben nur ein Ausschnitt ist, wann hat dann unser Leben begonnen? Unser Leben hat vor Milliarden von Jahren begonnen. Man spricht heute von diesem Urknall, der vor 13,5 Milliarden Jahren stattgefunden hat. Das heißt, damals entstand der materielle Kosmos. Das ist zwar ein materielles Ereignis, aber hat einen gewaltigen geistigen Hintergrund. Vor diesem Urknall, eine Zeit, von der man heute ja nicht spricht, weil man nichts davon weiß, lehrt die geistige Welt, dass es keine materielle Welt gegeben hat, sondern eine geistige Welt, in welcher wir lebten. Wir waren Engel. Das sind ja eigentlich die Engelwesen, die in einer göttlichen Welt leben, in einer hierarchisch organisierten göttlichen Welt. Und es hat der freie Wille, der uns geschenkt worden war, hat dazu geführt, dass die Ordnung, die himmlische Ordnung gestört wurde. Über Millionen von Jahren. Ein hoher Engel, wir kennen ihn aus der Bibel mit vielen Namen, Luzifer, über 100-fach erwähnt, hat so weit eine Rebellion, kann man sagen, angezettelt, dass er mit seinem Anhang aus den Himmeln gestoßen wurde. Und wir sind jene gewesen, die mit ihm gemeinsame Sache gemacht haben und Gott und Christus untreu geworden sind. In der Bibel spricht man von Engelsturz. Man weiß nur nicht, dass wir das gewesen sind. Und die Welten im Himmel waren getrennt von der Welt der Tiefe, man kann dem auch Hölle sagen, in welcher wir
weiter zu leben, in Anführungsstrichen, hatten. Und wenn man weiß, dass durch die Erlösungstat wir wieder uns zurückentwickeln können, darin besteht ja die Erlösung durch Christus, dass wir von dieser Ursünde erlöst sind, nicht vom täglichen Straucheln. Und dass wir wieder zurückgehen können, aber dieser Rückweg ist lang. Und er hat viele Klippen. Es ist ein Gang durch ein Minenfeld. Aber wir haben auch unsere Hilfe aus der göttlichen Welt, so wir darum bitten. Und nun zeigt sich eben, dass dieser Rückweg über diese Erde, die übrigens zum Randbereich der höllischen Welten gehört, dass diese Rückkehr bedeutet, dass wir unter enormen Schwierigkeiten bisweilen vorankommen. Das ist kein Honigschlecken. Und es zählt mit dazu, dass Schicksale, wie wir sie nun in Japan sehen, mit dazu gehören. Es ist nicht umsonst, dass wir nach dem Fall einen Rückweg haben, der schwierig ist. Und da sehen Sie auch, was für einen Sinn unser Leben hat. Der eine wird in diesem Leben vielleicht verschont, im anderen Leben kann er mit solchen furchtbaren Ereignissen konfrontiert werden. Alles führt letztlich zu einem Weg nach oben. Alles Leid, das wir auch ertragen müssen. Es ist nicht so, dass Gott nicht existent wäre, dass er das nicht wüsste, dass wir furchtbar zum Teil zu leiden haben. Aber das sind die Folgen unseres damaligen Ungehorsams. Warum wissen die Kirchen nichts über diesen Fall und diesen Wiederaufstieg? Ja, sie wissen es nicht, sie könnten es wissen. Die Begründung sehe ich natürlich in dem Missstand, welcher sich da zeigt, dass die Kirche und die Theologie behauptet, dass mit Abfassung der Bibel alle Offenbarungen, die uns die göttliche Welt geben kann, gegeben worden sind. Denn Christus sei ja da gewesen. Er hätte alles gebracht. Das ist richtig. Er hat es gebracht. Aber er hat ja selbst gesagt, vieles, was ich euch bringe, versteht ihr jetzt noch nicht. Aber ich werde den Geist der Wahrheit senden. Ich werde den Vater und den Tröster bitten für euch, der euch in alles einführen wird und erklären wird, was ich gebracht habe. Aber ihr es jetzt noch nicht verstehen könnt. Das können Sie nachlesen in den Abschiedsreden im Johannesevangelium. Wie viele Menschenleben muss der Mensch dann machen, bis er aufgestiegen ist? Das ist ganz unterschiedlich. Schauen Sie, der eine braucht mehr als ein Leben für gewisse Schwächen in der Seele. Ein anderer, der kann das vielleicht in wenigen Leben bewältigen. Oder wenn ich denke, um auf die Theodizee zurückzukommen, schauen Sie den Holocaust an. 6 Millionen haben ein furchtbares Schicksal gehabt in Deutschland. Wenn hier ein Mensch, der das erlebt hat und der verzeihen kann, was ungeheuer schwer ist, Sie wissen ja, wie die Menschen oft sagen, also das kann ich nie verzeihen, dem
bei weit kleineren Begebenheiten. Wenn er das kann, dann ist das eine solche Größe, offenbart sich da, dass dies sein letztes Leben gewesen sein kann. Und die weitere Entwicklung und der weitere Aufstieg in der geistigen Welt vonstatten gehen wird. Darum, ich möchte das vielleicht noch anfügen, ist es so wichtig, dass man im Leben verzeihen kann. Sie verhindern dadurch, dass mit demjenigen, der ihnen etwas angetan hat, ein sogenanntes karmisches Band, eine Verknüpfung entsteht, die wieder gelöst werden muss. Wenn sie ihm verzeihen können, dann sind sie frei von diesem Verhältnis, befreit. Das heißt nicht, dass der andere dann, wenn es ihm verziehen ist, keine Konsequenzen aus seinen Handlungen zu ziehen hat. Denn er muss ja etwas lernen. Wenn er diesen Lernprozess, der etwas schwierig für ihn sein wird, nicht durchgehen muss, dann macht er das gleich einem anderen Menschen wieder, vielleicht in einem nächsten Leben. Es ist, ich darf sagen, genial angeordnet von der göttlichen Welt, wie das spielt mit dem Verzeihen, mit dem Erleben, Erdulden, aber auch mit dem sich Befreien durch Einsicht und eigene Leistung. Und Sie können auf eines zählen, dass die Gerechtigkeit aus der göttlichen Welt in allem diesem Geschehen waltet. Wenn solche Katastrophen wie in Japan passieren, was passiert dann auf der geistigen Seite? Ja, wir sehen es ja nicht, aber wir wissen es aus Schilderungen aus der geistigen Welt. Sei es nun ein Flugzeugabsturz, oder auch das, was in Japan geschehen ist in den letzten Tagen. Da sind in der geistigen Welt enorme Aktivitäten da. Denn diese vielen Seelen, die ankommen, müssen betreut werden. Sie haben Schmerzen erlitten. Nun, im Prinzip fühlt ja der geistige Leib solche Schmerzen nicht, die er im physischen Leib hat. Aber dadurch, dass dieses Geschehen unmittelbar nun stattgefunden hat, übernimmt er mit seinem geistigen Leib noch die ganze Prägung aus dem Geschehen, ist geschockt und fühlt die Schmerzen. Da gibt es jenseitige Spitäler und Engel, da sind die Engel wieder aktiv, die wirken, wie auch in den Kriegen, die so furchtbar waren in Solferino oder in Katastrophen, wie wir sie immer wieder erleben müssen. Das ist ein enormes Leisten auf der ganzen geistigen Seite, wo alle diese Ankommenden gepflegt werden müssen und betreut werden. Man muss sich das ganz natürlich vorstellen, wie wenn sie jetzt irgendwie in eine andere Sphäre oder in ein anderes Land gehen und dort auch eine Betreuung bekommen können, die sie brauchen. Sie werden in Spitäler gebracht. Alles das gibt es in der geistigen Welt eben auch. Nicht wahr?